So, ich sitze jetzt gerade hier in meinem Garten und genieße die Ruhe. Die Kinder sind heute nach getaner Gartenarbeit schon drin. Ich werde jetzt ja noch ein bisschen Sport machen, um mein Adrenalin loszuwerden. Ich habe mich heute nämlich sehr, sehr geärgert. Und um meiner Galle was Gutes zu tun, werde ich jetzt hier mal folgendes Video loswerden. Einstein hatte recht, als er irgendwann mal behauptet hat, zwei Dinge auf dieser Welt sind unendlich, die menschliche Dummheit und das Universum, aber er ist sich nicht so sicher, was das Universum angeht. Und ich muss tatsächlich sagen, Dummheit macht vor gar nichts halt, nicht mal vor akademischen Titeln, das zeigt ja auch unsere Politik. Und ich möchte euch heute mal kurz einen Fall vorstellen, im Schnellverfahren, einer von vielen ähnlichen. Vielleicht findet sich da der ein oder andere wieder und kann so ein bisschen Eigeninitiative ergreifen und wenn ihm das selber widerfährt, einschreiten und sagen, nicht mit mir. Also, Folgendes hat sich zugetragen. Eine Kundin, 62 Jahre alt, massive Schlafstörungen, hat mir ihren Blutbefund geschickt, meinte, sie hätte auch Ablagerungen in den Gefäßen. Ihr Cholesterin wäre bei 217, das soll jetzt gesenkt werden auf unter 100. Und sie hat jetzt ein Antidepressivum verordnet bekommen, ein tetrazyklisches Mirtazapin, um ihr das Einschlafen zu erleichtern. Ja, dann habe ich mir diesen Blutbefund angeguckt. Und was da schon mal ganz, ganz offensichtlich war, diese Dame hatte nur noch ein mit der Lupe auffindbares Progesteron. Und da muss man sagen, wenn man in dem Alter für seine Hormone gar nichts tut, hat man letzten Endes das Nachsehen. Oh, das ist ja ein Gleitschirmflieger. Wir wohnen nämlich direkt neben dem Flugplatz. Also das hat auch was für sich. Aber der crasht mir jetzt mein Video. Also, diese Dame hatte nur noch homöopathisch Progesteron. Da muss man echt was tun. Und zwar hat die keinen Gestagenmangel, also keinen Mangel an synthetischen Hormonen, sondern das natürliche Progesteron fehlt ihr. Und was viele nicht wissen, was ihnen nicht gesagt wird, das kann man substituieren. Und Konsequenz dessen ist natürlich, wenn man nichts tut, dass man eine Osteoporose entwickelt. Und wenn jetzt diese Dame auch noch einen nicht so grandiosen Vitamin D-Spiegel hat, wenn es ihr an Bor mangelt, wenn sie kein Vitamin K einnimmt, dann ist es mal ratzfatz passiert, dass sich da irgendwelche Plaques anlagern. Und wenn wir jetzt einfach auch nochmal auf das Cholesterin zurückkommen, der Wert von 217, dass der pathologisch ist, das liegt scheinbar am Breitengrad, an den klimatischen Verhältnissen, ja, wie auch immer. Denn in Schweden ist der Grenzwert bei 250 Milligramm pro Deziliter. Also würde sie jetzt nach Schweden auswandern, dann wäre sie gesund. Dann würde keiner auf die Idee kommen, ihr ein Statin zu verordnen. Ja, wir kennen das ja. Es gibt ja auch Viren, da verhängt man dann ein nächtliches Ausgehverbot, weil die einfach nur in den Nachtstunden ansteckend sind. Und genauso gibt es das scheinbar auch mit dem Cholesterin. So. Ironie Ende. Also, man hat bei dieser Dame völlig das Cholesterin auf den Kieker genommen. Und das ist in dem Fall mit Sicherheit nur ein Statist, es sei denn, sie hat viel oxidativen Stress. Denn nur ein oxidiertes LDL kann diese Plaques bilden und diese Schaumzellbildung fördern. Ja, das andere tut nichts. Ja, was aber keiner getestet hat, ob sie vielleicht andere Risikofaktoren hat. Zum Beispiel erhöhtes Homocystein. Das würde naheliegen, denn man hat an dem Blutbefund gesehen, dass sie einen B12-Mangel hat.
Ja, also das mittlere korpuskuläre Volumen ihrer roten Blutkörperchen, das war verdächtig hoch. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie immer wieder Magenbeschwerden hat und temporär immer wieder Protonenpumpenhemmer verordnet bekommt. Und das ist natürlich absolut Gift, was die Resorption angeht von Vitamin B12. Denn der Intrinsikfaktor ist in dem Fall dann einfach nicht aktiv. So, jetzt kommt meine Tochter. So, sorry für die Unterbrechung. Anna ist jetzt versorgt und bevor die in der Badewanne landet, noch kurz ein paar Takte, um dieses Video hier abzuschließen. Also ganz offensichtlich, ich werde es auch noch beweisen, im Labor hat diese Dame einen B12-Mangel. Ja, sie hat mir auch immer wieder Symptome geschildert, die darauf hindeuten, dass sie einen Magensäuremangel hat und nicht einen Magensäureüberschuss. Das wird nämlich tatsächlich ganz oft verwechselt und nicht genau geguckt. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, werden dann eben diese Protonenpumpenhemmer verordnet. Also, noch dazu hat sie mir gesagt, dass sie ein Typ ist, der ganz schlecht vom Stress runterkommt. Sie ist immer unter Strom und immer angespannt. An der Stelle hätte man auch als Arzt, der ein Antidepressivum verordnet, mal einen Neurotransmitter-Test machen müssen. Denn wahrscheinlich sind bei ihr Adrenalin, Dopamin, Noradrenalin utopisch hoch. Und wenn ich jetzt ein Antidepressivum der Art gebe, wie sie es bekommen hat, dann halte ich nicht nur das Serotonin hoch, sondern dann halte ich auch noch diese Stresskandidaten hoch. Und das ist natürlich gar nicht das, was man haben möchte. Ja, also wenn dann einen selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Aber der Grund, warum sie nicht schlafen kann, der liegt mit Sicherheit zum großen Teil in den Hormonen. Also wenn Frauen im Bereich der Wechseljahre, Menopause, nicht schlafen können, dann bitte an die Hormone denken. Ja, also das, was hier mit der armen Frau gemacht wurde, das war wahrscheinlich leitliniengerecht. Leitlinien in dem Fall mit D geschrieben, aber abseits von jeglichem gesunden Menschenverstand. Ja, ich war entsetzt und hätte diese Dame das befolgt, was ihr hier so verordnet worden wäre, die wäre in ein paar Jahren richtig, richtig chronisch krank geworden. Also das nur mal so für euch, ja, damit ihr hier mündige Patienten werdet. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis morgen. Ja, kurzer Nachtrag noch. Jetzt habe ich mich da doch von Klein Anna ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Ich wollte doch ein bisschen näher eingehen auf all diese Faktoren, die diese Ablagerung von Plaques fördern. Meistens wird das Cholesterin an den Pranger gestellt, aber das ist in den meisten Fällen tatsächlich der falsche Verdächtige. Es sei denn, es ist oxidiert. Ja, also wirklich nur oxidiertes LDL kann diese Schaumzellen bilden, und was dann diese Plaques in den Gefäßen bildet. Das werde ich natürlich bei der Dame jetzt auch gewissenhaft überprüfen, ob wir hier oxidiertes LDL finden. Wenn nein, ist alles gut. Wenn ja, dann müssen wir gucken, dass wir die oxidativen Prozesse in den Griff bekommen. Weiterer Faktor war ja, wie vorhin schon gesagt, das Homocystein. Der nächste Faktor wäre genetisch bedingt, zum Beispiel das Lipoprotein A. Aber auch da ist quasi ein Kraut dagegen gewachsen, auch wenn die Schulmedizin sagt nein. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Dann hat die Dame ganz, ganz offensichtlich eine Darmdysbiose aufgrund ihrer ganzen Magengeschichte und der Beschwerden, die sie mir geschildert hat. Möglicherweise finden wir da TMAO-bildende Bakterien, ja, das wäre auch verantwortlich für die Ablagerung von Plaques, oder das asymmetrische Dimethylarginin, ja, ein nicht brauchbarer Abkömmling des Arginins, das dasselbe in seiner Wirkung behindert, ja, das müsste man dann quasi mit der Zufuhr von Arginin verdrängen. Triglyceride waren bei ihr okay. Ja, das heißt, wir werden all die anderen Risikofaktoren abklären. So, in diesem Sinne
das war's jetzt tatsächlich zu diesem Fall. Und wann immer ihr euch auch davon betroffen fühlt, dann dürft ihr euch gerne melden. Also, macht's gut!